Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von den Sims 2. Ich bin wie immer hier in Schönsichtingen und bin bei der Familie Sonja Ottomas. Ja. Sonja und Manfred Ottomas, ich sehe hier mal wieder gerne durch die Scheibe. Und ich sehe hier Sonja im Bett liegen, das heißt, sie schläft. Ich gehe mal, fang mal an. Unsere Sandra Tüller, ach, die war, glaube ich, zu Besuch und die geht nun nach Hause, weil wir haben ja 0:40 Uhr, so. Okay, dann schauen wir mal, ja, was heute noch so hier dran ist. Ach ja, die beiden hatten da hinten ja noch gespielt gehabt. Jetzt hört mal auf zu spielen und vielleicht noch mal kurz was essen. Olive, genau. Ach, waren die Hausaufgaben nicht noch dran? Ja, genau. Olive, mach mal Hausaufgaben. Boah, die... Boah, guckt euch mal die Augen an von Olive. Wahnsinn. Das wird mal eine hübsche. Ich hab echt... Ja, die... Nicht Befürchtung, wollte ich sagen. Also, die wird echt mal hübsch werden. Da bin ich echt mal gespannt. Oh, Peter, du bist wach. Wach, wach, wach. Geh du auch mal duschen und dann kannst du auch noch was essen. So, ja, die Krippe. Okay. Okay. Dann muss Peter erstmal was zu essen machen. Oh, mach mal Truthahn. Hey, du willst mal was anderes zu essen. Ja. So, Sonja, steh jetzt mal auf und dann zieh dir was an, geh auf Toilette und versuch nochmal unseren Vampir hier zu rufen. Er spielt noch da unten, genau. Juh, ruf ihn an, ruf ihn an. Ruf den Grafen an. Ruf ihn an, den Graf. Wie heißt er? Gordon Fong. Ist er irgendwie asiatisch? Fong? Sieht er aber gar nicht aus. Man weiß es nicht. Fong. Naja, gut. Ein Graf. Warum heißen die Vampire eigentlich immer Graf oder Gräfin? Wahrscheinlich, weil sie so alt sind, oder? So, sie kommt in ihrem schicken Tiger- oder Leopardenlook. Und so, einladen. Hoffentlich sagt jetzt deine Beraterin nicht wieder. Und? Nein, danke, mit mir brauchst du nicht rechnen. Wie jetzt? Ist ihm das zu spät? Wann soll ich ihn dich anrufen? Sag mal. Ich rufe ihn nochmal an, weil ich habe jetzt gerade gesehen, wir sind gar keine Freunde mehr. Was war denn da? Haben wir uns irgendwie gezankt oder so? Aber wahrscheinlich, wenn ich ihn jetzt anrufe und plaudern möchte, sagt er, es ist zu spät. Aber er ist doch ein Vampir. Okay. Na ja, dann quatsche ich jetzt erstmal mit ihm. Okay, gut. Oh, Peter hat uns einen leckeren Truthahn gemacht. Peter, supi. Sehr schön. Wo bringst du denn hin? Wo bringst du denn hin? Ah, nee, 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 nee. Nix, nicht da vor die Tür. Ja, jetzt stellt er natürlich auf den Boden. Ist einfach mal da drin jetzt. Das da, das ist schon gut. Ich hol's wieder. Ich hole ihn wieder rein, so. Mein Mann, Mann. Das ist, finde ich, immer so ein bisschen der Nachteil, wenn man auf seiner Terrasse hier was stehen hat. So, der Peter, der ist jetzt alleine. Was ist mit Otto? Oh, Otto ist... Ja, der schläft. Manfred? Ach ja, komm, Manfred, du kannst mal mitessen hier. Wie ist es eigentlich mit Manfred? Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie versteht ihr euch eigentlich? Ja. Hätte es jetzt nicht gebraucht, aber egal.
Sonja Philipp begeistert für Kunst und Handarbeit. Das ist nicht gut, weil das ist ihr Hobby. Okay, dieser vermaledeite... Oh Gott, wie er jetzt aussieht. Kann ich ihn nochmal anrufen? Mann. Man möchte mal ein Date mit einem Vampir. Oder eigentlich nur einen Freund anrufen und einladen. Aber er wird nicht mehr zum Freund hier. Das hier, das fehlt hier. Es kann sein, dass er deswegen nämlich nicht vorbeikommt. Aber die anderen sind nicht so gut befreundet mit ihm. Nee, gar keiner. Machst du noch Hausaufgaben, Olive? Ach nee, du schreibst in dein Tagebuch, okay. Okay. Warte mal, ich muss noch mal gucken. Ja, genau. Sie mag ja Sport. Das muss ich mir auch mal gerade noch mal notieren. Das schreibe ich immer gerne auf, sowas. So, wie schaut's jetzt aus? Oh. Tja, der liebe Vampir. Der wird wohl nicht da, das bin ich. Nur. Oh, ich bin immer noch verliebt in meinen Mann. Ist sie nicht süß, die liebe Sonja? Ach du meine Güte. Du musst nur 3 Tage arbeiten? Ach du Schande, wie sollst denn du da die Musikkarriere hochgehen? Eieiei, da müssen wir aber gut sein dann. Dann gehen wir gerade hoch und ich guck mal, dass wir Mechanik Charisma auch noch gut hochleveln, damit du da auf jeden Fall alles hast, was du brauchst. Jo, also ich brauche auch keine Freunde dazu. Na gut. So, Peter, was kann ich dir Gutes tun? Räum das mal weg und dann, ja, und dann, damit du Spaß hast, könntest du eigentlich irgendwas Logisches machen. Irgendwas Logisches. Warum haben wir irgendwo ein Teleskop stehen? Da haben wir es. Guck mal in die Sterne. Und danach machst du die Hausaufgaben. Otto? Otto! Aufwachen! Du musst mal Hausaufgaben machen. Es ist schon 6 Uhr und du hast noch keine Hausaufgaben gemacht. Ah, Otto, da bist du ja. Wir würden dir gerne eine besondere Einladung überreichen. Und zwar für das Spielfeld der Träume. Den ganzen lieben langen Tag. Nichts anderes als Sport. Was könnte es Schöneres geben? Wow, warum hat Otto das bekommen? Warte mal, ich muss mal gucken. Er hat ja auch Sport. Ach ja, er hat... Aha, okay, also Hobbyclub Spielfeld der Träume. Oh, das werde ich auch mal... auf jeden Fall, da ist er nochmal, Toni Greven. Das werde ich auf jeden Fall auch mal machen. Nicht in einer Familie, aber jetzt zum Beispiel hier. Ihn schicke ich auf diesen, ja, wie soll ich sagen, das ist ja sowas wie ein Geheimgrundstück. Astro-Wunder-Teleskop, okay. Und da gibt es ja sozusagen insgesamt 10 Stück. Und ich war jetzt mit... ich meine, es war Dina Rossi, da war ich auf diesem Hobbyclub für Natur. Jo. Und ich war selber noch nicht auf alle. Da muss ich einfach mal gucken. Also hier können wir Sport machen. Und die Mutter hier, Sonja, hat Kunst und Handarbeit. Und der Papa ist ja so. Spieler sozusagen. So, hast du genug? Na, du musst jetzt auch mal anfangen, Hausaufgaben zu machen. Hast nicht mehr so lange Zeit. So, Olive? Olive! Oh mein Gott! Olive, leg dich noch mal eine halbe Stunde ins Bettchen. Die, wenn die wieder zurückkommt, dann ist sie wieder voll müde. Ach, du meine Güte. Manfred, bist du auch müde? Jo, das ist wohl. Na gut, du musst heute um 15 Uhr arbeiten. Okay, bis dahin kannst du dich ausschlafen. Und wie sieht's bei Sonja aus? Die hat frei heute. Ja, dann Charisma. Und übrigens, es schneit wieder. Wir haben ja Winter. 2 Wintertage haben wir noch übrig. Supi, supi.
Na, kannst du dich nicht hinlegen, oder was? Dann geh erst nochmal auf Toilette. Und dann geh nochmal schlafen und ich schick sie dann raus, okay? Vielleicht ist es ja das, warum man nicht kann. Oh oh. Oh nein, Jennifer ist gekommen. Immer wenn Jennifer kommt, machen wir Hausaufgaben weiter. Dann hat jemand sie beobachtet durch das Teleskop. Das war wahrscheinlich Peter. Okay, Peter, das war's mit deinen Hausaufgaben hier. Shit. Doof, Mann. Okay, dann Otto G. und Olive. Der Olive, das war's mit Schlafen. Otto geht schon mal. Olive, aufwachen. Du musst in die Schule. Jetzt aber bald. Steh mal auf, Süßes. Hallo. Aufwachen. Ganz brutal so. Zack. Olive, aufstehen. Na, mach. Okay. Ja, und heute... Oh, Manfred ist sauer. Manfred ist gleich sauer. Manfred, ich weiß, du wirst nicht da sein, aber... warte mal, wo ist denn das da? Direktor einladen. Ich werde mal den Direktor einladen. Das habe ich ja schon echt hier in der Familie total unterlassen. Ja, dann werden wir heute einladen. Würde gerne zum Abendessen kommen. Bist du in Stimmung für einen Smalltalk? Ja, ja, ja. Das macht die Sonja. Und er kommt also um 17 Uhr. Sonja, so, das war's jetzt mal hier auch bei dir. Geh mal auf Toilette und dann geh mal zu deinem Mann einfach schlafen, sodass ihr zwei ein bisschen kuscheln könnt. So. Okay. Und dann... Na, unser... Wen habe ich denn hier eigentlich? Lucy war das, glaube ich, ne? Moment, wo ist denn? Hä? Unser Hausmädchen ist doch gekommen, oder nicht? Wo ist das Hausmädchen? Wo ist das Hausmädchen? Da ist sie. Wie findet ihr eigentlich das Haus? Also wenn ich denn mal so von oben da reinschaue. Also ich finde dieses Haus echt genial. Es hat einen wahnsinnig schönen Eingang. Hier auch, ja, offen. Warte mal, ich mach mal zu. Na, also das hier sehr offen in die Küche, aber trotzdem irgendwie ein eigener Raum. Finde ich echt hübsch. Und, ja, ein Esszimmer. Ich finde auch immer eigentlich die Häuser, wo wirklich so ein extra separates Esszimmer haben, finde ich ganz, ganz toll. Also hier haben wir ja mit einer, sag's, die Espressomaschine nebendran, die Bar nebendran und echt auch eine große Küche. Das finde ich echt super. Ich habe hier unten zwei Bäder. Ich habe oben zwei Bäder und ein großes Wohnzimmer hier. Ja, das ist halt so in der Durchgang sozusagen einmal ins Büro dann auch noch. Eine schöne große Terrasse, mal abgesehen davon, dass auch der ganze Garten riesig ist. Dann oben, zweite Etage hier, Flur mit verschiedenen Türen, in Anführungszeichen. Zwei Türen, die gehen hier in die beiden Bäder. Und dann hier großes Elternschlafzimmer. Und auch die drei Kinderschlafzimmer sind doch eigentlich relativ groß. Und wenn doch das hier ein bisschen, ja, ich sag mal, speziell gebaut ist, finde ich das echt toll. Und ich hatte nie einen Anlass, hier zum Beispiel noch eine dritte Etage zu machen, weil es reicht perfekt für drei Kinder. Ja, finde ich echt super toll. So, die beiden schlafen jetzt immer noch. Hallo, ihr zwei Süßen. Das mache ich ja momentan echt gerne. dass ich den mal von oben anschaue. So, jetzt spiele ich noch ein bisschen vor. Und Manfred ist wach. Unser Manfred ist wach und aufgeweckt. So. Oh, was ist denn mit dem Hansi Kaulen los? Wer ist Hansi Kaulen? Who the fuck ist Hansi? Ich weiß es nicht. Ich muss auf die Arbeit gehen.
Was war das? Ach so, in einer Stunde muss ich. Ich rufe mal Hansi an, damit er sich eigentlich ganz gut hier fühlt. So. Tja, unsere beiden Jungs kommen bereits schon wieder nach Hause. Hansi, wer ist jetzt Hansi? Er ist Hansi. Nee, ich rufe Sandra an. Das bringt mir doch mehr, wenn ich mit jemandem blabber, den ich auch so schon kenne. So, du. So schön es auch immer wieder ist, dass ihr da unten eure Hausaufgaben hinlegt. Ich registriere es eher, wenn ihr sich oben hinlegt. Wirklich. Okay, Otto. Jetzt muss ich mal mit dir gucken. Erstmal mit Otto. Ich mach mal gerade auf Stopp, Otto. Also, du gehst erstmal hier hin und dann solltest du irgendwas machen, was dir vielleicht Spaß macht. Und was dich irgendwie weiterbringt. Irgendwas Sportliches wäre cool, aber hier draußen schneit es halt jetzt momentan. Hm. Sag mal, ist das Ding leer? Nee, das ist nicht leer. Ist zugefroren, ne? Ich könnte echt angeln. Okay. Dann spiel einfach mal hier noch ein bisschen Klavier. Spielen mit Simpson. Okay, und du spielst Geige. Ja, okay, in Ordnung. Sonja. Okay, Sonja, du darfst gerade mal aufstehen, aufwachen. Darfst dich mal duschen und danach kannst du runtergehen. Und wobei, wir haben Truthahn im Dings, ne? 14 Uhr. Ich müsste dann eigentlich bald, sag ich mal, was zu essen machen. Für. Wenn ich tanze, dann mal Schlambada. Es schneit. Nein, es hat geschneit. Irgendjemand wird abgeholt, das ist Manfred. Ja, der geht schon alleine. Das hat jetzt geklappt. Oh, ganz gut, super. Super, super, super. Wie sieht denn Manfred aus? Momentan seine Arbeitsklamotten. Ganz in Rot, stylisch. Unser, was ist er momentan? Symphonieleiter. Ich hoffe, du kommst mit einer Beförderung nach Hause und dann solltest du den Platin-Level erreicht haben. Oder wie viel Einfluss hast du? Warte mal, ich muss mal gerade gucken. Oh, Schande. Ach, du meine Güte. Das braucht er auch noch. 25.000 Laufbahn. Laufbahnbelohnungen. Das hat er. Okay. Puh. Oh, du bekommst noch eins. Mach mal deinen Ruhm hoch. Haben wir noch? Ah, du hast auch noch eins. Er ist der Romantiker. Dich habe ich romantisch gemacht. Oh Gott. Romantisch mit Spaß, schneller Stoffwechsel oder lieber magische Anziehungskraft? Okay, Spaßlevel. Machen wir den mal höher. Gut, aber ich sage jetzt erst einmal ein Tschüss und Goodbye und wir sehen uns das nächste Mal hier oder woanders. Hier wird dann um 17 Uhr der Direktor auftauchen. Ich bin gespannt. Jo. Ob die zwei Jungs und Olive es schaffen werden, von der Privatschule aufgenommen zu werden. Je nachdem, wie Sonja das hinbekommt, mit dem Essen und der Konversation. Okay, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Eure Saki. Night Owl.